Hallo und herzlich willkommen zu Part 3 vom Doki Doki Literature Club. Und wir sind bei der Poem-Stunde, bei der Gedichtstunde. Who should I show my poem to first? Wir haben 4 Optionen: Sayuri, Natsuki, Yuri und Monika. Nehmen wir mal Monika. I should start with Monika. Gestern hat sie eine Lust drauf gehabt, mein Poem zu lesen. Hi, Mendengo. Geht's dir gut? Ja. Kann mich nicht beschweren. Sehr gut, freut mich. Übrigens, weil du neu bist, ein paar Infos. Wenn du irgendwelche Verbesserungsvorschläge für einen Club hast, komm zu mir. Alrighty, keep that in mind. Scheue dich nicht, Dinge auf die Agenda zu setzen. Anyway, lass uns mit dem Gedicht beginnen. Ahahaha, don't worry, we're a little embarrassed today. Aber wir werden es zusammen durchstehen. Ich geb's ihr. Sehr schön. Wirklich? Es ist um einiges niedlicher, als ich es mir gedacht hätte. Autistic Laughter. Autistic Laughter. Laughter. Oh, Jesus Christ. Naja. Es erinnert mich ein bisschen an Natsuki. You sweet on her? Sie ist das Kompliment. Übrigens, hast du irgendwas von Shel Silverstein gelesen? Der Großcousin von Epstein? Ja, ist schon lange her. Er hat sehr interessante Stories in sehr, sehr einfachen Worten, so ähnlich wie du illiterate fuck. Seine Gedichte können lustig sein oder auch sehr deprimierend. Und manchmal sind sie nur ein paar Zeilen lang. Oft fühlen sie sich wie Kindergeschichten an, aber du musst drüber nachdenken, damit du ihren Sinn erkennen kannst. Sie können Dinge ausdrücken, die sich auch an Erwachsene richten. I say. Das heißt, Natsuki ist so ähnlich? Ja. Sie ist kein Experte für irgendwas, aber sie labert nicht lange nur heißen Brei herum. Das muss man lassen. Deswegen. Ich glaube, ich würde gerne verschiedene Dinge ausprobieren. Es könnte einige Zeit dauern, bis ich mich damit identifizieren kann. Das ist okay. Ich finde den Stil, der dir gefällt. Ich werde dir helfen, deinen Stil zu finden. Es ist nicht, als ob du dich darum scheren müsst, irgendjemanden das Recht zu machen. Anyway, willst du mein Poem lesen? Okay. Ich muss confident wirken, obwohl ich nichts drauf habe. So, let's see. Hole in the wall. It couldn't have been me. See the direction the spackle protrudes. A noisy neighbor? An angry boyfriend? I never knew. I wasn't home. Wieso sie dann... Welchen Akzent soll ich machen? Mama. Pretentious, probieren wir pretentious Brit. I peer inside for a clue. No, I can't say. I reel blind like a film left out in the sun. But it's too late. My redness, already scorched with a permanent copy of the meaningless image, is just a little hole. It wasn't too bright, it was so too deep, stretching forever into everything. A hole of infinite choices. I realize now that I wasn't looking in, I was looking out. Oh my god, plot twist. And he on the other side was looking in. Sheesh. So, wie gefällt's da? Ist es nicht irgendwie sehr unkonventionell? Ja, ich kann jetzt kein Feedback geben, weil ich
mit einem IQ von 80 diagnostiziert wurde, aber ich habe andere Qualitäten. Ahaha, it's okay. Kenta's style has gotten pretty popular. Viele Gedichte haben eine Emphasis auf Timing, wie man sie ausspricht. Wenn man es vorliest, mind-blowing shit. Was war die Inspiration? Ja, Epiphanies. Sie ist low-key depressed. Und sie ist nicht genug Friends mit jedem, um ihre deep desires for dawn mit den Leuten zu teilen. Monica's writing tip of the day. Manchmal, wenn du etwas schreibst, dann wird man zu fixiert auf einen speziellen Punkt. Deswegen ist es scheißegal, ob du gut schreibst. Schreib einfach irgendwas. Korrigier es später. Stay in the flow. Genau das habe ich schon gesagt. Thanks for coming to my tech talk. Jetzt haben wir die Natsuki. Hä? Okay, starten wir mit den Dingen, die ich nicht mag. Krieg, Brokkoli. Narkoli. Natsuki liest das Gedicht. Never mind. Ich will dir gar nicht sagen, wie ich darüber denke. Hä? Wieso? The fuck? Ich hab's dir gerade vorgelesen. Was soll der Scheiß? Ich hätte einen hobeln können. Ich meine, was soll das? Zeitverschwendung. Ja, ich würde lieber meins vorlesen, wenn deines scheiße wäre, weil meines ist nämlich ziemlich scheiße. Also die Logik war die, du zeigst mir scheiße, ich sag, das ist scheiße, lass mich dir zeigen, was richtig geiles Gedicht ist und dann lese ich meins vor. Aber jetzt ist deines geil und meins ist scheiße. Jetzt bin ich unglücklich. Das heißt, dir gefällt's? Urk. Goh. You don't understand anything. Oh my god. I need a vanilla latte like right now. Oh my god. Did you see Jason? Oh my god. So hot. Ich hab dir schon gesagt, ich will diese Scheiße nicht. Fuck you. Oh my god, ich glaub Natsuki host me. Oh my god. Fine, I guess. Sonst krieg ich wieder Anschiss von Marker. Eagles can fly, monkeys can climb, crickets can leap, horses can race, owls can seek, cheetahs can run, eagles can flü, people can trü, but that's about it. MC Hawk cap in the house. Yeah. I'm mentally retarded. I can suck a mean dick though. I told you that we weren't gonna like it. Ich liebe es, baby. Let's get married. Warum glaubst du, dass ich es nicht mag? Weil es klingt, weil es von einem Sechsjährigen geschrieben worden. Leute nehmen nicht ernst, was ich schreibe. Aber geht es nicht bei Gedichten darum, dass man sich selbst ausdrückt? Ein Schreibstil, ist mir scheißegal. Mir geht es nur um den Booty. Yes, exactly. Ich mag es, wenn es leicht zu lesen ist, aber es wirklich dich in deinen Seller berührt. Und ich bin depressiv, weil jeder besser schreiben kann als ich. Und diese Depression habe ich verarbeitet in dem Geschriebenen. Meta-Commentary. Und ich tue so, als würde ich reimen, aber ich mach's gar nicht. Das hilft mit dem Feeling. Ah, das heißt, du hast extrem viel über dieses extrem simple Gedicht nachgedacht. Now I get it. Ja, ich bin halt ein Pro-Gamer. Ich bin Global Elite. Du bist ein Silver Scrub. Kannst du nicht einmal die einfachsten Smokes of Dust 2
Ist mir völlig egal, wie alt jeder ist, aber Natsuki ist mighty fine. FBI, open up. Als nächstes kommt Sayori mit dem dümmsten Goschen. Ist ein gutes Gedicht, Mendingo. Is it sure it's the first time? Natürlich. Es ist nicht wirklich so gut und außerdem... Schau mich an, ich bin Alpha as fuck. Schau ich aus, als würde ich irgendwelche Gedichte schreiben. Ja, das stimmt. Ja, geil. Also, ich habe gedacht, du nimmst es nicht ernst und malst Ding-Dongs, aber Props an dich an der Stelle. Well, of course. Ich bin jetzt nicht der große Gedichte-Fan, aber wenn du willst, schreibe ich es halt. Wie ich schon sagte, Mandingo, deep down bist du einfach so cute, überhaupt nicht selbstbezogen. Bist du ein guter Mensch? Danke, Sayori. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob Sayori checkt, dass ich nur die Cheeks klappen will. Aber auch ihr Cheek will ich klappen, das heißt, das ist richtig. Ja, und ich tue halt so, als würde es mir was bedeuten, aber es mir scheißegal ist. Du so, als hast du Spaß, okay, werde ich machen, yay. Jetzt liest auch mein Gedicht. Es tut mir leid, ich bin so schlecht im Gedichte schreiben, obwohl ich im fucking Literaturclub bin und jeden Nachmittag den gleichen Scheiß mache. Dear Sunshine, the way you glow through my blinds in the morning, it makes me feel like you missed me. Kissing my forehead to help me out of bed. Making me rub the sleepy from my ass. Are you asking me to come out and play? Are you tasting? Was? Are you trusting me to wish away a rainy day? I look above, the sky is blue. It's a secret, but I trust it to you. Was for you, could sleep forever, but I'm not mad. I want breakfast. Cute. Sayori ist wunderschön. Hast du das jetzt in der Früh geschrieben? Was? Nee. Ja, irgendwie schon. Ich hab's vergessen. Ich war mit den Mädels weg. Ich hab's probiert, okay. Ja, ich hab nicht gesagt, es ist scheiße, aber man merkt halt, dass es scheiße ist. Es klingt wie du, einfach uninteressant. Was? Ich hab von Mendingo. Ich hab Eggs und Toast gemacht, ich kann kochen. Du kannst nicht. Das oberste Gesetz. Du hast nie von Freunden, die. Aber es gibt genug andere, von daher haben wir da keine Probleme. Okay, das ist ein valider Punkt. Danke. Es war so much fun, man ist best. Aber nächstes Mal werde ich es nicht vergessen. Ich werde das beste Gedicht ever schreiben. Okay, dann freue ich mich drauf. Wem soll ich es als nächstes zeigen? Ja, es sind nochmal Yuri übrig. Yuri schaut sich das extrem genau an und sagt nichts, was es mega komisch macht. Oh, sorry. Ich habe vergessen zu reden. Du musst nicht reden, du kannst aber nur Löcher in die Luft starren. Hold on, okay. Das ist dein erstes, oder? Ja. Warum? Ist es scheiße? Ja, irgendwie schon. Ah, es ist so scheiße. Nein, es ist nicht so scheiße. Halt's Maul. Habe ich gerade geschrien? I'm so sorry. Oh mein Gott, Yuri hat Autismus. Yuri hat Asperger-Syndrom. Ich glaube, die neuen Writers wollen alle einen eigenen Stil entwickeln. Und die versuchen, einen Stil zu kombinieren mit einem Thema, was gar nicht zusammenpasst. End Result, beides ist schlecht. Wenn sie über das redet, dann klingt sie wie ein Experte und stammelt nicht vor sich hin.
Es kommt alles mit Practice. Ich hoffe, dass du gute Rückmeldungen kriegst von den anderen Leuten im Club, aber Matsuki ist biased, weil sie eine Crush hat auf dich. Sie hat den Bulge gesehen. Den Camel Toe gesehen. Und jetzt ist es aus. Jetzt kann sie nochmal an den Camel Toe denken. Ist es kein Literaturclub? Ghost under the light. The tendrils of my hair illuminate beneath the amber glow. Bathing. It must be this one. The last remaining streetlight to have withstood the test of time. The last yet to be replaced by the second in blue-green hue of the future. I bathe, calm, breathing air of the present but living in the past. The light flickers. I flicker back. Damn. Good shit. Meine Handschrift ist so cringy. Was? Ist wunderschön. Latella Intake muss sichergestellt werden, das sind immer die Trinkpausen. Aber du hast so lange gebraucht, das zu lesen. Ich habe mir schon gedacht, du hast irgendwie einen Schlaganfall gehabt oder so. Ja, ich lese nicht viel, gell? Also, deine Handwriting ist mega süß. Es ist sehr kurz, aber es ist auch sehr aussagekräftig. Es war nicht zu kurz? Du eigentlich normalerweise längere Gedichte schreiben. Na, passt voll eigentlich. Ich bin so froh, dass es dir gefällt. Lass mich ehrlich sein. Ich wollte etwas Milderes schreiben. Das nicht so komplett hard-hitting ist. Bist du irgendwie so geisteraffin oder nigga what? Es geht nicht um Geister. Was? Du hast nur ganz kurz drüber geschaut und hast nicht erkannt, dass ich depressed AF bin. Es ist nur ein Symbol für den Geist. Es ist nicht wirklich ein Geist. Bald ist nichts mehr left. Das ist um einiges ruhiger. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, what the hell? Beeindruckend. Ja, ich weiß nicht. Aber ich finde es irgendwie süß, dass du das denkst, also lol. Ja, okay. Ich werde es wieder versuchen. Ich zähle auf dich. Pew. Ja, das waren alle. Ich schau mich um. Das war mal einiges stressiger, als ich gedacht hatte. Jeder judged meine Writing Abilities. Gibt's nicht. Meine Pawns sind so schlecht. Alle sind so pro. Shit. Tyori und Monika unterhalten sich. Ich schau mir Yuri und Natsuki an. Die tauschen Blattl Papier hin und her und vergleichen die Gedichte. Sie lesen gleichzeitig und ändern ihre Gesichtsausdrücke. Natsukis Augenbrauen gehen auf und auf wegen der Frustration. Yuri lächelt traurig, wie auch immer das gehen soll. Hä? Was ist für Spruch? Hä? Hä? Was? Ne? Sprache ist so fancy. Damn. Nein, es ist süß. Süß? Hast du den Symbolismus nicht erkannt? Das ist alles mega deep. Es geht um das Gefühl des Aufgebens. Wie kann das niedlich sein? Ich habe nur gemeint, die Sprache ist süß. Damn. Wolltest irgendwie ein Kompliment machen? Was? Du musst erst irgendwas ausdenken? Danke, aber das klingt asozial. Okay. Ja, ich habe ein paar Verbesserungsvorschläge. Ja, okay. Wenn ich mehr Verbesserungsvorschläge brauchen würde, dann würde man jemanden suchen, der uns interessiert.
gibt es Leute. Sayori zum Beispiel. Und Mandango auch. Also, dann kann ich dir Suggestions geben, Baby Girl. Erstens, excuse me? Ich habe sehr lange gebraucht, um meinen Schreibstil zu etablieren und du pfuscht mir sicher nicht rein. Ich tue das nicht ändern, außer es kommt was extrem Inspirierendes um die Ecke, was du clearly nicht bist. Nigga, what? Mandingo hat auch mein Poem geliked. Er war sogar beeindruckt. Oh shit. Wirklich? Ich hätte mir nicht gedacht, dass du unbedingt Mandingo beeindrucken willst. Nigga, what? Yuri steht auf. Ha! Vielleicht bist du einfach eifersüchtig, dass Mandingo meinen Rat lieber mag als deinen. Und woher weißt du, dass nicht meinen Rat lieber mag? Bist du so eingebildet? Nigga, what? No. Wenn ich eingebildet wäre, dann würde ich alles machen, um alles extrem süß wirken zu lassen. Geht's euch gut, ihr schreit euch gegenseitig an. Weißt du was? Ich war nicht die, deren Oberweite sich plötzlich magisch vergrößert hat, dass mein Dingo aufgetaucht ist. Natsuki! Natsuki? What the hell? Monika, get the fuck out. Sorry, ich will nicht, dass ihr euch gegenseitig anschreit. Mandango. Sie will nur, dass ich komisch aussehe. Das ist nicht true. Sie hat damit angefangen. Wenn sie endlich simples Writing wertschätzen könnt, wäre das nie passiert. Warum sollte man Poems kompliziert machen, nur grundlos? Das Meaning sollte einfach obvious sein. Hilf mir, das zu erklären. Du verstehst schon, dass es sehr, sehr viele tiefgründige Wörter gibt, nur um solche tiefgründigen Gedichte zu schreiben. Es geht um komplexe Gefühle. Avoiding them is unnecessary. Mein Ding, du verstehst es schon. Nigga, what? Well? Fuck, es ist mir eigentlich scheißegal, was die labern. Die erste große Entscheidung. Also Natsuki sagt, es geht um das Diepe. Natsuki sagt, es geht um die Einfachheit. Yuri sagt, es geht um das Diepe. Ich kann auch Sayori zur Hilfe rufen. Also wenn sie es rein von der logischen Begründung her, würde ich eher Yuri recht geben. Von der Persönlichkeit her finde ich aber irgendwie Natsuki fast witziger. Und da das wahrscheinlich wie in Dating Sims ähnlich funktioniert, dass man quasi Beliebtheitspunkte kriegt, je nachdem, wem man agreed, nehme ich jetzt einmal mit Natsuki und schau, was passiert. Natsuki has a point. Mit wenigen Worten das auszudrücken ist auch eine Kunst. Da kann man sehr dazu dichten. Ha! Jetzt wurde es denn die Schranken gewesen. Was? Und die arme Yuri, oder? Hä? Aber sie war so face. Alter, schau dir das an.
Es ist alles sehr, sehr personal und jeder kann es machen, wie er will. Und deswegen ist Kritik auch nicht immer zielführend. Sayori stimmt zu. Ja, also du musst dich nicht in irgendeiner Form bedroht fühlen. Natsuki, du bist ein guter Autor. Natsuki, danke. Yuri schaut mich so komisch aus dem Augenwinkel an. Die Yuris Gesichtsausdruck lässt mich Mitleid verspüren. Ich bin mir sicher, dass Natsuki nicht alles so gemeint hat. Also musst du nicht in irgendeiner Form dich angegriffen fühlen. Well, wenn du das so sagst, hey, es ist nicht, als würdest du dich für mich entschuldigen müssen, Mandingo. Ich kann mir auch selber helfen. Sheesh. Also geschaut sich um. Können die Leute aufhören, mich anzuschauen? Sayori und Monika schauen weg. Anyway. Was mit den Boobies? Es tut mir leid, okay? Ja, Yuri, du bist fucking hot. Sayori? Geh ein bisschen Tee machen. Was? Ich wollte nur helfen. Ich klopfe Sayori auf die Schulter. Gut gemacht. Ja, jeder hat die Poems gelesen. Ich hoffe, es war für jeden aufschlussreich. Vor allem für dich, Mandingo. Und um ehrlich zu sein, es ist gut, auch hin und wieder aktiv zu werden und nicht ständig nur zu faulenzen. Ach so, das heißt, weil ich beigetreten bin, ist die Atmosphäre jetzt völlig ruiniert. Nein, es gibt ja immer noch Zeit, also wir können ein bisschen chillen. Also, lies ein Buch oder schreib was. Warum geht's in dem Club? I disagree, Monika. Was? Es ist nicht das Wichtigste im Literaturclub. Das Wichtigste ist der Spaß. Ja, deswegen bist du der Vizepräsident Sayori. Aber Monika hat recht. Im Literaturclub zu sein, heißt, man kann nicht nur nichts tun. Aber ja, das war es schon wert. Okay, everyone. Wir gehen heim. Wie hat es euch heute gefallen? Es war sehr spaßig. Ja, war schon worthwhile. Ja, es war ganz okay. Mein Ding, ja. Ja, würde ich auch sagen. War ganz nett, mit euch zu reden. Awesome. Machen wir es morgen auch. Und vielleicht hast du auch was von deinen Freunden gelernt. Dann werden deine Poems noch besser. Okay. Ich habe etwas mehr über die Art der Poems gelernt, die jeder mag. Vielleicht kann ich diese Leute damit beeindrucken. Mandingo, lasst uns nach Hause gehen. Es ist schon einige Zeit her, seit das Sayori und ich so viel Zeit miteinander verbracht haben. Und es macht Freude. Sayori, das, was früher passiert ist, was meinst du? Du weißt schon, zwischen Yuri und Natsuki. Passiert das oft? Na. Denke ich das erste Mal. Und beide sehr gute Leute, also du hasst sie nicht, oder? Na, ich hasse sie nicht. Ich wollte nur fragen. Ich wollte nur deine Meinung wissen. Aber ich verstehe schon, warum sie mit dir befreundet ist. Puh, weißt du was, mein Dingo? Es ist nett, dass ich mit der in the club Zeit verbringen kann. Aber dass du dich mit allen Leuten verstehst, finde ich am besten. Und jeder mag dich. Jeder Tag ist so much fun. Oh my god, so much fun. It's so much fun. Fun. It's extremely fun. It's like, the fun is unendlich. Mit anderen Leuten befreundet zu sein, ist nice, aber what about those cheeks, bro? What about them cheeks?
Ja, schauen wir mal, wie es die Zukunft ausschaut. Ich haue wieder auf die Schulter. Es ist gut, Sayori als einen internen Monolog zu verwenden. Let's do this. Aha, also jetzt kommt wieder das. Cute. Imagination. Beauty. Clap them cheeks. Lollipop haben wir schon gehabt. Ocean. Disoriented. Whirlwind. Bunny. Doki Doki. Parfait. Scheiße, immer nur der, ich will die anderen auch. Whistle. Nein, ich will die anderen auch. Hurt. Hurt. Ja. Freya. Vertigo ist eine CSGO-Map. Hop. Ach Gott, nicht schon wieder die Kiss. Nicht schon wieder die Depression. Was will denn sie? Vanilla. Na. Last. Ja, Gott sei Dank. Valentine. Na, ach Gott. Immer die. Das nächste Club-Meeting steht an. Ich habe mich häuslich eingerechnet im Club-Room. Hi, Mandingo. Yo, what's good, Sayori? Hier scheint es gut zu gehen. Ja. Ich bin irgendwie noch ein bisschen. Es ist noch ein bisschen neu für mich, dass du auch im Club bist. Okay. Das ist aber. Braucht nicht viel, um dich in eine gute Stimmung zu versetzen. Aber why not? Speaking of which, ich bin hungrig. Gehen wir ein wenig. Gehen wir was snacken, gehen wir Mackies. Gehen wir Mackie, Bro. Let's do this shit. Two number nines, one number nine large, number six with extra dip, two number 45s, and a large soda. She fumbles with the latch, also mit der Schlaufe oder mit der Lasche oder was. Dann schleert sie alles aus. Sie hat nur 2 Euro dabei. Shit. Ich muss zahlen. Raus mit der Amex. Raus mit der Black Card. Let's fucking get it. Black Card, alles raus, dann kommt die Realisation, scheiße, alles in die Novoline geschmissen, kein Geld mehr. Arbeitsamt hat nicht überwiesen, Mac ist gecancelt. Juri hat uns belauscht. Ich solle Geld leihen. Juri will in dieses Gespräch nicht einsteigen, aber lectured sie über Geldmanagement und wie man Geld ausgibt und wie man es kostengünstig in einen ETF anlegt. 5% pro Jahr. Let's get it. Ride to Hell Retribution, bestes Game. Kleiner Teufel und so weiter und so fort. Sayori weiß, was sie macht. Und ja. Cupcakes. Deswegen mag ich die Natsuki wegen die Cupcakes. Ich, oh mein Gott. Wer hat ihr Watschen gegeben? Wer ist verantwortlich für die Watschen? Ein Riesenkeks hat ihr Watschen gegeben. Natsuki hat sie mit einem riesigen Keks verprügelt. Best Girl Natsuki. Sayori umarmt den Keks. Oh my god, it's so good. Sie hat ihre Zunge gebissen und jetzt blutet sie aus der Zunge. Jesus Christ, beggars can be choosers. Aber dein Keks ist ein Schokokeks. Ja, aber ich will den Schokokeks. Ich habe dir den unnötigen Keks gegeben, damit ich den Schokokeks haben kann. Ja, immerhin habe ich irgendeinen Keks. Sayori
tut in einer creepigen Art und Weise sie von hinten umarmen. Jesus! I get it. Azuki stößt sie von sich weg um. Sayori schnappt sich Natsukis Keks und beißt rein. What the hell? Hat meinen Keks gegessen. Sayori geht weg. Yuri und ich lachen unseren Ast ab. Jeez. Oh, I can tell Sayori. Ja. Monika ist weg. What the fuck is Monika? Hat irgendwer von euch gehört, was mit Monika passiert ist? Hat sie sich aufgehängt oder was? Kommt es jetzt, dass sie sich aufhängt? Ich glaube, sie hängt sich auf, oder? Monika ist da. Where are you? Monika hat sich dafür entschieden, zum Club zu gehen, obwohl sie einen, Hengst hat. Egal. Was machst du? Ja, ich war heute in der Study Hall und war am Chillen und hab die Zeit übersehen. Ich hab's gesagt, bevor es gestanden ist. Das macht aber keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Naja, auch nicht so schlimm. Das macht doch keinen Sinn. Naja, auch nicht so schlimm. Wer kennt's? Aber du musst doch die verfickte Glocken gehört haben. Jetzt haben wir Real Talk. Nein, ich habe Piano gespielt. Piano? Was? Du kannst Piano spielen? Gerade erst angefangen. Kann erst für Elise spielen. Das ist so cool. Vielleicht, wenn ich besser werde. Yay. Nice. Freue mich drauf. Wirklich? Mandanga, I won't let you go down. No pressure. Don't worry. Ich hoffe, ich kann bald ein kleines Stück spielen. Erster Verlag. Danke. Also, ihr habt nichts in irgendeiner Form verpasst. Nah, nicht wirklich. Vergessen wir mal das, was Sayori da mit dem Scheiß da gelabert hat, mit den Tits, Schnee von gestern. Sayori hat schon den ganzen Keks aufgegessen. Yari liest ein Buch, Natsuki macht irgendeinen Schmarrn im Kasten. Ja. Natsuki kommt zu mir. Yeah, yeah. Ich habe Powerful Girls gelesen. Hat so geschaut, ob ich was reingemalt habe. Hey, ich habe nichts reingemalt. Ich schaue mir ständig Manga an. Ich wollte nur wissen. Kannst du mich blamen, dass ich paranoid bin? Ich gebe nicht ständig Leuten meine Manga. Du bist ein Auserwählter. I don't blame you. Anyway, lass es mich zurückstellen. Ich werde die nächste Episode bringen. Natsuki geht zum Closet. Ich folge ihr. Und was ist jetzt deine Meinung zu dem Ganzen? Wo war die Volume aus? Das Kapitel endete damit, dass Minori und Alice etwas gefunden haben. Monika! Natsuki's Voice, Natsuki schreit rum. Ja, was ist? Ich schau rein. Natsuki's Books sind ganz oben aufgereiht. Hast du schon wieder meine Manga umgestellt? Sorry. Der Lehrer hat sich aufgeregt, dass im Kasten so viel Platz verschwendet wird. Deswegen habe ich den Manga weggestellt. Sorry. Okay. Das Top-Chef ist zu groß für Natsuki. Sie hüpft rum und versucht es irgendwie zu reachen. Jesus Christ.
I'm moving these all back down. Das ist so viel Platz in diesem Kasten. Außerdem schauen sie so schön aus, wenn sie alle nebeneinander stehen. Kannst das nicht ganz oben hinstellen. Natsuki. Da ist ein Hocker. Das ist ein fucking Hocker. Nimm doch den Hocker, Alter. Oder ich geb's dir, Bro. Kein Problem. Glaubst du, ich bin zu klein? Ha! Ich hab's gewusst. Weißt du was? Schau mich nah an. Hat so gefallen vom Sessel. Oder auch nicht. Hat so gewiss selber machen. Kia! Der ganze Manga fällt fast runter. Der Hocker wobbelt. Exciting Gameplay. Oh mein Gott, Natsuki rennt. Natsuki springt noch im letzten Moment runter. Haltet die Box in die Höhe und sagt, there! Jetzt ist sie komplett abgefuckt, weil sie fast runtergeflogen wäre vom Sessel. There's no way you can get bigger boxes like that. Excuse me? Natürlich kann ich das. Ich brauche deine Hilfe nicht. Sei. Ich werde einfach einen Sessel nehmen. Let's fucking see. Die Classroom Chairs sind angeschlossen am Desk, deswegen haben wir keine. Und deswegen nehmen sie den Computer Chair, der hinterm Teacher Desk sitzt. Shesh. Ich schaue mir an, wie sie die Bücher runterholt. Ich kann es schon machen. Nimmt die Manga. Wow. Also gefällt fast runter. Ich soll den depperten Sessel halten, obwohl sie gesagt hat, ich soll es nicht halten. Sie macht einen unglaublichen Aufstand wegen diesen diesen depperten Büchern. Hup. Abby, Mendinga. Ich soll den Scheiß abnehmen. Jetzt gebe ich den Chair weg. Ich lasse den Chair los. Ah, und jetzt fliegt sie wahrscheinlich runter. Dazu geht die Box. Trying to look at my fucking ass. Ich weiß, dass er cute AF ist, aber. Geh weg. Geh weg. Ich schau mir nicht am Arsch. That's okay. Ah! That's okay! So trusted you. I thought I could too. So why the bloody hell does Makarov know you? Sauce, Modern Warfare 3. Uwu. Natsuki ist einfach fucking bewusstlos und kommt wieder zu Kräften. Goo, gross. Sie liegt auf mir drauf und haut mir so in die Brust, dass ich Blut spucken muss. What the fuck, you sicko? Ich hab gehört, dass da gerade die Welt untergegangen ist. Monika, what the fuck? Ich wäre fast geraped worden. Willst du mich töten oder was? Jesus Christ. Ah, oh mein Gott. Der ist von fucking Perf. Der wollte mir reingreifen. Was der wie es ist. Ich hab nichts gemacht, Alter. What the fucking hell? Ihr seid alle geistesgestört, glaube ich. Ich schau runter. Natsuki tut die. Oh mein Gott, da ist ein Crease in der Page. Oh mein Gott. Scheiße. Ein Crease im Buch. Nein! Fühl ich. Fuck, a crease. Ein Knick im 10.000 Euro Buch. Das ist natürlich problematisch. Hat sich ihren Boden zerstört, völlig verständlich.
Natsuki ist völlig dann. Ich helfe dir, das aufzuräumen. In dem Volume 2 der Parfait Girls. So. Natsuki schaut mich voller Tränen an, ihre Mund zittert. Du bist so fucking nett. Das klingt so friendzone-mäßig von Natsuki. Ja, du bist einfach my friend, baby girl. Natsuki holt Rotz und Wasser. Gib die Bücher zurück. Natsuki hilft mir. Wir räumen alles weg. That should do it. Du runter. Hupfen vom Stuhl, also vom Hocker. Natsuki schaut weg. Danke. Das ist nix. Gut. Bin bereit. Was auch immer. Für den Literaturclub. Natsuki geht's wieder gut. Und mit diesem mit diesen Worten ist Episode 3 zu Ende. Nächstes Mal schauen wir uns an, was mit Natsuki los ist, beziehungsweise wie Natsuki überhaupt ihr Leben bestreiten soll, wenn da jetzt ein Knick im Manga ist.